Das Wort hat nun der Kollege Sven-Christian Kindler für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Entwicklung in den letzten Wochen stelle ich mir schon zunehmend die Frage, wer regiert eigentlich in diesem Land, beziehungsweise für wen wird hier regiert? Schwarz-Gelb kürzt brutal bei Arbeitslosen, bei armen Familien. Ist ja auch klar, die haben keine finanzstarke Lobby und finden bei dieser Regierung kein Gehör. Stattdessen können die Atomkonzerne millionenschwere Anzeigenkampagnen auflegen. 40 ältere Männer stehen da mit ihrem Namen bereit. Grossmann und Co. gehen ein- und Außenkanzleramt. Und die Regierung springt natürlich nachts aus dem Bett um 5.23 Uhr, wenn die Atomlobby in Geheimverträgen ihre Bedingungen diktieren will. Also, die Frage ist, wer regiert in diesem Land? Es ist doch offensichtlich geworden, angesichts der skandalösen Vorgänge, dass Merkel, Westerwelle und Röttgen nur die Profitinteressen der Atomkonzerne durchsetzen. Diese Regierung ist nicht mehr als Marionettenkabinett der Atomkonzerne. Und jetzt haben Sie auch mit der Röttgen betont, dass sein Energiekonzept und diese Vereinbarung seien eine grandiose Förderung auch für erneuerbare Energien. Wenn man die mal fragt, die Betreiber der erneuerbaren Energien, sagen, das ist eine Katastrophe für den Weiterbetrieb und für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Stadtwerke haben das auch scharf kritisiert, haben diesen Ablassfonds, haben die erneuerbaren Energien als vergiftetes Geschenk bezeichnet, weil nämlich damit Milliardeninvestitionen in Erneuerbare verhindert werden, weil nämlich die Marktmacht der großen vier Konzerne zementiert wird, weil Wettbewerb verhindert wird, weil für die erneuerbaren Energien extrem wichtig ist, langfristige Investitionssicherheit zu haben, die jetzt massiv gefährdet ist, weil eben der hochsubventionierte Atomstrom die Netze vollstopft. Und somit wird die Energiewende von Schwarz-Gelb verhindert. Wir haben damals unter Rot-Grün die Energierevolution eingeleitet für erneuerbare Energien mit dem Atomkonsens, mit dem EEG. Und jetzt geht es zurück in die 80er Jahre, die nuklearen 80er, es geht zurück zu Kohl. Und das, was wir gerade erleben, das ist eine Konterrevolution. Eine Konterrevolution für das Atomkapital und gegen die erneuerbaren Energien. Das Wort Revolution, Herr Kauch, habe ich benutzt, oder die Kanzlerin benutzt, die ja für das Atomkapital diese Konterrevolution eingeleitet hat. Und diese Atomlobbypolitik zeigt sich auch deutlich im Umwelthaushalt. Der Haushalt wächst, ja, auf den ersten Blick erfreulich, aber es wird vor allen Dingen gekürzt im Umweltschutzbereich, im Klimaschutzbereich, im Naturschutzbereich. Hier wird um 10% gekürzt. Besonders drastisch ist die brutale Kürzung beim Marktanreizprogramm für erneuerbare Wärme. Das ist ein besonders gutes Programm, das nicht nur das Klima schützt, sondern auch für Kleinunternehmen, für Handwerksbetriebe besonders wichtig ist, das konjunkturelle Entwicklung fördert, weil eben jeder Fördereuro 7 bis 8 Euro privates Kapital mobilisiert. Das ist vielfache Gewinne fürs Klima, für die Gesellschaft, für die Ökonomie. Und bei dieser brutalen Kürzung zeigt sich auch bei Herrn Röttgen ganz klar, statt mehr erneuerbare Wärme, da gibt es bei Norbert Röttgen wie so oft vor allen Dingen eben heiße Luft. Ja. Aber stattdessen wächst vor allen Dingen im Haushalt der Atomendlagerbereich an. Mittlerweile sind um 35% wächst er an. Mittlerweile ist es fast ein Drittel mit 500 Millionen. Und die Gelder für den Schwarzbau in Gorleben werden zum Beispiel verdoppelt. Parallel dazu ist jetzt auch geplant, in Gorleben atomkritische Landwirte und Eigentümer zu enteignen. Finde ich besonders bemerkenswert von einer angeblich bürgerlichen Regierung. Und das alles nur, Herr Röttgen, weil Sie es sich nicht trauen, in anderen Regionen auch nach Standorten, nach alternativen Endlagermedien zu suchen, weil Sie sich nicht trauen, sich mit Herrn Mappus und Herrn Seehofer anzulegen. Stattdessen wollen Sie eben den... Vor den Brüdern hat er natürlich auch Angst, und er kann sich auch nicht durchsetzen. Aber stattdessen wollen Sie natürlich den ungeeigneten und den unsicheren Standort in Gorleben gegen den Willen der Bevölkerung und gegen die Expertise der wissenschaftlichen Gutachten durchboxen. Und das zeigt eben deutlich, Herr Röttgen, Sie sind ein eiskalter Atompolitiker, bauen schleichend diesen Umwelthaushalt zum Atometat um. Doch das lassen wir uns nicht gefallen. Das lassen sich die Stadtwerke nicht gefallen, das lassen sich die erneuerbaren Energien nicht gefallen, das lässt sich vor allen Dingen die sehr große Mehrheit der Bevölkerung nicht gefallen. Deswegen werden wir nächsten Samstag das Regierungsviertel umzingeln, werden wir Zehntausende Menschen klarmachen, dass wir diesen Atomwahnsinn ablehnen. Und deswegen werden wir auch im November wieder auf die Straße gehen, werden uns querstellen gegen Atomklo in Gorleben. Denn wir wollen so schnell wie möglich eine erneuerbare Zukunft und wollen keine strahlende Zukunft. 100% Erneuerbare sind möglich, und das geht ohne Kohle und Atom. Vielen Dank.